Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Morrowind. Wir haben gerade die Stadt verlassen und wollten uns gleich darauf auf den Weg machen, einen Dwemer Rätselwürfel zu finden. Einen Gefallen für einen Befehl. Diese Questketten sind unglaublich. Und damit warten wir auch gar nicht lange, sondern machen uns direkt auf den Weg. Diesmal scheiß auf die Ausdauer. Hier auf diesem kurzen Stück wird uns eh nichts passieren. Hoffe ich mal. Und ungefähr den Weg habe ich im Kopf. Da hinten, wo wir ganz zu Anfang von rechts gekommen sind, als wir überhaupt in die Stadt gekommen sind, müssen wir jetzt links herum und den einladend aussehenden toten Bäumen entgegen, die im Nebel vor sich hin stehen. Das macht Spaß. Das ist lustig. Lustig, lustig, tralala. Naja. Sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Na, hier am Berghang, das ist so anstrengend, da muss ich auch erstmal wieder gehen und meine Ausdauer aufladen. Huh, ist das anstrengend. Und huh, sind wir schnell und wir haben immer noch keine zweite Schulterplatte. Ja. Man kommt auch zu nichts hier, ne? Überhaupt nicht, also schrecklich ist das. So, und jetzt, man sieht dort schon die ersten Anzeichen einer alten, antiken, dwemerischen Brücke, die wir überqueren müssen, und einen Menschen, der sich uns in den Weg stellt. Das wird er noch bereuen. Das, oh, den will ich nicht direkt mit anlocken. Ich will nicht schon wieder so ein Desaster erleben wie das letzte Mal in der Eiermine, wenn wir wieder gegen mehrere Gegner zur Zeit kämpfen müssen. Aber egal, hauen wir rein hier. So, Freund der Sonne. Oh oh. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nicht gut, nicht gut. Standardgenesungstrank, hallo. Na endlich, der ist tot. Und, oh, wir haben ihn doch angelockt. Schade. Egal, der ist easy. So, tot. Dieser fiese Totenbeschwörer hier, ey. Hätte uns mal wieder beinahe... Hätte er uns klein gekriegt. Aber so nicht. Nicht mit uns. Ja, der hat auch nur Mist dabei. Brauchen wir alles nicht. Und es fängt an zu stürmen. Natürlich. Kaum macht man sich mal auf den Weg, schon beginnt's zu stürmen. Was haben wir hier denn? Geld, ist immer gut. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld, sehr geil. Und, oh, zwei Smaragde. Schön viel wert, die können wir schön verticken. Dann machen wir so. Oh, oh, noch einer. Ein zweiter Klippenläufer. Aber das ist gar kein Problem. Diese Viecher, ich meine, was wollen die denn? Huh, wo ist der Sturm? Dieser Sturm ist klar, der treibt sich nur auf dieser Brücke herum. Das ist so ein Brückensturm. Ja, egal. Hier, jetzt heißt es, jetzt muss sich unsere 1-Punkt-Verbesserung in Athletik bezahlt machen, denn jetzt müssen wir schnell laufen. So schnell, dass wir da reinkommen, bevor die Kugel sich wieder schließt. Nein! Ha, geschafft. Geschafft. Willkommen in der Halle der Zentrifuge. Und wie man sieht, noch sind wir allein, was aber wohl nicht lange so bleiben wird. Man sieht da hinten schon fiese zwei Banditen. Die machen mich erstmal fertig. Es wurde auch Zeit, dass ich einen Spaß habe. Und ich lasse euch vielleicht annehmen. Na kommt schon, was soll denn das? Alter, wie schlecht sind wir denn bitte? War es vielleicht doch keine so gute Idee, jetzt schon loszugehen? Ha, natürlich war es gut, eine gute Idee. Außerdem werden wir ja mal besser hier. Ich meine, Langwaffe. Wir sind Meister der Langwaffe. So, kann ich hier pennen? Ja, kann ich. Nur ein bisschen aufheilen hier. Ein bisschen hochheilen, ne? So. Haben wir gemacht. Wunderbar. Dann... hier hoch.
Gucken, was wir hier noch so haben. Haben wir hier noch was? Hier, eine Lanze brauche ich nicht. Und wie man Lanze, die ist schön viel wert. Die kann man mitnehmen. Das ist wunderbar. Ich fürchte gerade, dass sich das Mikrofon ein bisschen übersteuert. Kann das sein? Egal, das werde ich ja sehen. So, hier müssen wir gleich wieder kämpfen, habe ich das Gefühl. Ja. Oh. Ihr seid schwerlich ein. Ach, wir haben einen Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ja, komm schon, stirb! Verdammt, das kann ganz schön knapp werden. Oh Gott. Gott, 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 Gott. Da habe ich ja fast ein bisschen gezweifelt an uns hier. Oh, aber geschafft. Und dunkel und Tränke hat er dabei. Oh, das ist doch wunderbar. Aber ich glaube, keinen, der uns was bringen könnte, oder? Natürlich nicht. Nicht mal einen einzigen Heiltrank. Egal, der Würfel. Wir haben ihn gefunden. Da ist er. Wir nehmen ihn mit. Und... Oh, ich wollte mich doch gesund schlafen. Wieso geht das nicht? Ist doch keiner mehr. Ist doch kein Arsch mehr, der hier rumläuft. Was soll denn das? Kann ich hier... Oh, Feinde in der Nähe. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Komm schon. Muss ich hier wieder raus erst, oder was? Jetzt aber. Geht doch. Ein beruhigendes Brummen im Hintergrund. Naja. So, es gibt hier noch einiges zu erkunden in dieser tollen Höhle, aber ich fürchte, dafür sind wir noch nicht stark genug. Das war im Grunde schon zu viel, dass wir hier überhaupt jetzt schon losgegangen sind und den Dwemer-Würfel geholt haben. Aber das, da können wir es noch schnappen. Oh, Geld. Und dann flink, flink heraus. Flink, flink. Wir waren nie hier. Wir haben nicht diese zwei Leute da unten umgebracht. Die sind von ganz alleine gefallen und gestorben. Keiner hat uns je gesehen. Wir sind sofort wieder weg. Und es stürmt natürlich wieder. Der Brückensturm ist zu einem nicht mehr Brückensturm geworden. Ja, geh du mal wieder zu. Ist mir jetzt egal. Wir rennen zurück. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Denn ich möchte jetzt nicht wieder meine Ausdauer aufladen müssen. Ist verständlich, ne? Diese Brücke ist viel zu lang. Und der Sturm ist viel zu laut. Und sowieso mecker ich nur rum. Nein, ich mag das Spiel ja. Ich finde es super. Und der Sturm ist ja auch schon wieder vorbei. Man hört ihn zwar immer noch, aber man sieht ihn nicht mehr, immerhin. Alter, wie verstaubt wir jetzt sein müssen. Aber das ist ja egal, das sieht man ja nicht auf unserem braunen Mantel. Da ist es völlig egal, ob wir verstaubt sind oder nicht. Immerhin ein Vorteil. Zurück nach Balmora. Haben wir ja lang nicht mehr gesehen. Diese Stadt... Ach ja, wir könnten echt langsam mal ein bisschen einen Geschwindigkeitsboost gebrauchen, ne? Naja. Was soll's? Hat man das gerade gehört, dass ich eine E-Mail bekommen habe? Ich hoffe nicht. Das wäre nicht so schön. Aber was soll's? Was soll's? Oh, mir fällt auch ein, ich habe Facebook und den ganzen Kram nicht ausgemacht. Naja. Es wird schon keiner schreiben. Die werden ahnen, dass ich gerade aufnehme. Und da sind wir wieder. Das olle Tierchen. Das olle Schild. Der olle Torbogen. Alles wie gehabt. Wie gehabt. Da wollen wir mal zum ollen Hasfat Antabolis zurück. Um ihm seinen ollen Dwemer-Würfel zu geben, ey. Und dann vielleicht endlich ein paar Antworten bekommen. Antworten! Ich will Antworten! Also ich eigentlich nicht, aber... Mein Vorgesetzter. Nein, ich wollte gar nichts. Ich wollte an dir vorbeigehen. So, aber schöne Teppiche haben die hier. Oh, der vor allem auch hier. Hallo, Hasfat. Nur zu. Gut, ich hab dir deinen Gefallen getan. Ich möchte jetzt irgendwas wissen.
über das sechste Haus zum Beispiel. Das Haus Dagoth. Mhm. Das verlorene Haus. So, so. Ein Verräterfürstenhaus. So, so, so. Bücher drüber. Naja, gut. Ich dachte, wir kriegen ja so noch Bücher darüber. Und über den Nerevarine. Der eine Art Prophet ist. Was später für uns, glaube ich, noch recht wichtig wird. Ein legendärer Held und Heiliger des Tempels. So, so. Teilt Kaius mit, dass Scharngram Mutzgob ein geeigneter Gesprächspartner wäre, wenn es um einheimische Glauben und Aberglauben geht. Das ist schön zu wissen. Das wollen wir gleich tun. Danke, Asfat. Hab viel Spaß mit deinem Würfel, was auch immer du damit machen willst. Kniffeln oder so. Kniffeln mit antiken Dwemerwürfeln. Das ist die Dekadenz der Kriegergilde. Und wir begeben uns zurück an die andere Seite der Stadt. In die abgelegene Ecke mit dem Mann oben ohne, der uns seltsame Aufgaben zuteilt. Wo sind wir da nur reingeraten? Ich habe auch nur wenig Zeit übrigens. Das kam zu spät. Schade. So. Rein da. Los. Hallo, Mann, der sich immer noch kein Oberteil leisten kann. Nur zu. Befehle. Nachricht von Hasvat Amarbolis. Jo. Weitere Befehle. Jo. Jetzt sollen wir zufälligerweise mit Scharngram Mutzgob sprechen, die zufälligerweise weiß, was es mit dem Nerevarine auf sich hat. Mann. Mann, du bist echt so schlau. Alles klar. Und wir kriegen nicht mal Geld dafür. Das ist ja unheimlich unfair. Ich meine, wir machen das Ganze doch nicht ehrenamtlich hier. Na, naja. Dann gehen wir halt. Das nächste Mal will ich Geld sehen. Und so ein Zufall, wir müssen den gleichen Weg wieder zurück, weil Schangro Mutzgob in der Magiergilde weilt. Ist ja nicht so, als hätten wir das direkt... Also, wir hätten einfach nur eine Tür weitergehen können und direkt mit der Frau sprechen können. Aber es wäre zu einfach gewesen. Nichts ohne Befehl. Nichts ohne Befehl. Ich bin so gedrillt jetzt auf die Klingen. Na dann mal los. Irgendwie knackt das und rauscht das in meinem Kopf so ein bisschen. Dieser Sklave. Bitte was? Bitte was? Naja. Auf jeden Fall knackt das in meinem Kopfhörer. Ich hoffe, das hat nicht damit zu tun, dass das Ganze übersteuert. Und wenn das so ist, dann tut mir das wahrlich leid. Aber ich werde es letztendlich so lassen, weil ich keine Lust habe, den ganzen Scheiß nochmal aufzunehmen. Hallo, Scharngram Mutzgob. Nein, keine Unterbrechungen. Ah, sie hat natürlich, was für ein Zufall, einen Auftrag für uns. Wir sollen in eine Ahnengruft gehen. Aha. Diese Frau scheint sich wohl mit Totenbeschwörung zu befassen. Jo, ein Beschwörergeselle. Alles klar, wir sollen also einen Schädel bringen. Welche Geschäfte führen euch hierher? Die Geschäfte, die wir gerade geschlossen haben, schöne Frau. Gut, wir verschwinden. Wir haben, was wir brauchen. Einen Auftrag. Ach ja, und wir wissen alle, was das bedeutet. Es geht wieder raus aus Balmora. Und diesmal müssen wir sogar ziemlich lange laufen. Das freut das Abenteurerherz, aber erstmal verticke ich die Sachen, die ich auf unserer letzten Mission gesammelt habe. Hallo. Na, hast du noch genug Geld? Hada, wunderbar. Zwei Saphire, oder? Smaragde meine ich natürlich. Zwei alte Dwemer-Münzen. Und die Tränke behalten wir erstmal. Aber wir feilschen den ganzen Scheiß natürlich noch hoch. Yay! Asche für uns. 1634. Na, das wird ja langsam. Das kann sich ja beinahe sehen lassen. Also, dann würde ich sagen, ich mache mich mal auf den Weg, ne? Schon mal so ein bisschen.
aber werde dann auch gleich die Folge wieder beenden müssen, wenn ich auf meine Uhr schaue. Glaube ich zumindest. Ich hab da jetzt nicht so genau drauf geguckt. Aber ein bisschen Gerenne können wir uns ja schon mal hier, ne? Können wir uns ja schon mal vorm Hals schaffen. Ist schon spannend alle. Also ist schon toll. Mann. Also das ist wirklich der größte Vorteil und die größte Verbesserung in den nachfolgenden Elder Scrolls Teilen, dass man da endlich über die Karte reisen kann, weil das hier ist wirklich, ist ganz schön harter Tobak. Das wird uns auch noch sehr, sehr lange und viel begleiten. Aber egal, wir können uns ja unseren Helden von hinten anschauen, wie er immer noch ziemlich lahm durch die Gegend watschelt. Und wie man vielleicht merkt, wir gehen tatsächlich den Weg zurück, aus dem wir anfangs gekommen sind. Was auch auf jeden Fall der Spannung zuträglich ist. Und jetzt muss ich mir wieder ein bisschen Ausdauer aufladen, was auch der Spannung ziemlich zuträglich ist. Und was noch viel der Spannung zuträglicher ist, ist das Beenden der Folge, das sich anschließt an das Betreten dieser Schlucht. Also, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen!